Ihr Lieben, und sage herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute, Captain My Captain, Rituale in stürmischen Zeiten. Und hier kommt nochmal ganz kurz diese Einwilligungserklärungsgeschichte, dass ihr euch einverstanden erklärt mit den AGBs von Zoom und auch damit, dass ich diesen Vortrag aufnehme. Wenn irgendjemand das nicht möchte, dann wäre jetzt die Gelegenheit zu gehen. Ansonsten, wenn ihr bleibt, stimmt ihr automatisch zu, ihr Lieben. Ja, und dann möchte ich euch fragen, kennt ihr das, wenn wieder alles gleichzeitig kommt und man das Gefühl hat, man wird total erschlagen oder auch das Leben wirft einem so völlig aus der Bahn und es ist Land unter. Und wir wissen manchmal gar nicht richtig, wie es weitergehen soll. Und ich finde ganz spannend, ich habe in den letzten Tagen ein paar Coachings gehabt, wo wir immer wieder auf das Thema gekommen sind, dass wir keine Kontrolle haben über die großen Dinge. Wir wissen alle nicht, ob wir morgen noch am Leben sind. Ja? Wir wissen alle nicht, ob ein nächster Schicksalsschlag auf uns wartet. Aber wir haben Kontrolle über die kleinen Dinge. Und genau darum soll es in diesem Vortrag gehen. Die kleinen Dinge, die wir in der eigenen Hand haben, da, wo wir der Kapitän sind und das Steuer in der Hand haben, um unsere Lebenssituation vielleicht manchmal nur in kleinen Dingen und in kleinen Schritten zu verändern, aber definitiv zu verändern und zu verbessern. Das ist die Idee von diesem Vortrag, was ich euch gerne mitgeben möchte heute. So, und das bin ich. Das Thema, das wir heute anschauen, diese stürmischen Zeiten, die haben wir gerade erst selber erlebt in unserer Familie. Mein Mann war sehr krank und ja, wie ihr seht, ging es mir da auch nicht immer so hundertprozentig richtig toll und gut. Das war schon an manchen Tagen wirklich auch richtig, richtig schwierig. Aber genau deshalb weiß ich auch, dass die kleinen Dinge so gut funktionieren, weil ich sie gerade erst, das ist noch gar nicht so lange her, am eigenen Leib ausprobiert habe. Und viele von den Dingen habe ich davor schon gemacht. Das ist sicherlich ganz gut, wenn man ein wenig Übung hat. Aber manche Dinge habe ich auch erst hier entdeckt. Und es waren die vielen kleinen Dinge, die mich persönlich weitergebracht haben und die mir wieder Oberwasser gegeben haben. Und das Gefühl, dass ich Kapitänin meines eigenen Schiffes bin und hier auch einen Kurs vorgeben kann und nicht einfach nur so von den Wellen hin und her geschleudert werde. Und das, dieses Gefühl von über mich selber Kontrolle haben, das kann eben sehr, sehr hilfreich sein. Ja, und Robert Frost hat gesagt, in drei Worten kann ich alles zusammenfassen, was ich über das Leben gelernt habe. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Und auch daran festzuhalten, wisst ihr, und sich nicht beirren zu lassen. Sagen, heute ist es schwierig, aber es geht weiter. Mir hat das viel geholfen. Was können wir tun, um aus dieser Falle herauszukommen? Da habe ich jetzt schon mal so ein paar Dinge aufgelistet. Das könnt ihr auch selber lesen. Und dann gehen wir gleich auch auf diese einzelnen Punkte ein und schauen uns das genauer an. Ich mag ja das Bild von dieser Kuh sehr gerne. Aber genau das sollen wir nicht tun, ihr Lieben. Wir sollen nicht auf negativen Gedanken herumkauen wie eine wiederkäuende Kuh und wieder und wieder und wieder denselben Scheiß. Ja? Und ich erlebe eben schon, dass viele Menschen das machen, dass die sich dauernd selber in ihrem Kopf vorsagen, wie schlimm es ist, wie schlecht es ist, wie mies sie sich fühlen, wie verraten sie sind vom Schicksal, von Gott, vom Universum. Keiner hilft mir. Und immer wieder drehen sie das im Kopf um. Immer wieder, immer wieder. Wie in so einer Wolke laufen die den ganzen Tag rum. Und ich möchte, ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass das einfach ist, das abzustellen. Aber es macht definitiv Sinn, sich das bewusst zu machen, dass wir das alle manchmal machen, wann wir das machen, und dann eine Entscheidung zu treffen,
Will ich das? Dient mir das? Ist das hilfreich? Oder eben nicht? Ich für mich muss sagen, es ist für mich nicht hilfreich, es dient mir nicht. Es verschlechtert definitiv die Situation weiter und verbessert überhaupt nichts. Wenn ihr also eine Gedankenwolke um euch herum bilden möchtet, wenn ihr wiederkäuen möchtet, dann käut positive Dinge wieder. Zählt immer und immer wieder auf, was jetzt gerade gut in eurem Leben ist. Wer ist da für euch? Wer unterstützt es euch? Was ist hilfreich? Was ist euch gelungen? Was habt ihr durch euer eigenes Handeln verbessert? Das dürft ihr gerne wiederkäuern. Immer nochmal und nochmal und nochmal. Aber bitte nicht all diese negativen Dinge. Die ziehen euch immer einfach noch weiter herunter. Denn, das ist ein Zitat aus dem Club der Toten Dichter, auch der Titel des Vortrags hätte schon einen kleinen Hinweis auf diesen Film geben können. Ein wunderbarer Film im Übrigen. Ganz gleich, was man ihnen erzählt. Wörter und Gedanken können die Welt verändern. Ich denke, ein Stück weit ist uns das bewusst. Wir wissen ja auch in der Kommunikation, dass das Wort schärfer sein kann als das Schwert. Und das gilt aber eben nicht nur, ihr Lieben, von innen nach außen, wenn ich mit anderen Menschen spreche, sondern das funktioniert extrem elegant und gut auch für mich in mir drinne. Wörter und Gedanken können auch mich selbst verletzen. Und da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch die Energie hin. Heißt auch da wieder, die Wörter und Gedanken in eurem Kopf, wenn die eher negativ besetzt sind, dann geht auch die Energie dorthin. Wenn die aber positiv besetzt sind, dann geht die Energie also eher in eine positive Richtung. Und das können nur wir steuern. Den Teil kann niemand anderer für uns machen. Das können wir nur selber verändern oder eben nicht. Und ich finde auch sehr schön den Satz, Gedanken sind Wesenheiten, die wir in die Welt entlassen. Dass wir auch schauen, was bringen wir denn da in die Welt hinein? Ja, auch wenn es uns gerade nicht besonders geht. Aber was bringe ich in diese Welt hinein? Trotz allem ist es was Helles, was Positives, was Bestärkendes? Oder ist es eher etwas Dunkles, Negatives, Runterziehendes, was jetzt die Situation vielleicht für mich oder auch für andere sogar noch weiter verschlechtert? Seid achtsam mit Wörtern und mit Gedanken. Ja, und als es meinem Mann so schlecht ging, haderte ich einen Moment mit dem Universum. Und habe dann aber irgendwann gedacht, naja, das bringt ja jetzt irgendwie nichts, mit dem Universum zu hadern. Ich sehe es nicht, aber möglicherweise hat das doch alles noch einen Sinn. Und ich bin abends laufen gegangen mit unserem Hund in der Nacht und ich weiß noch, die Sterne haben geschienen, es war sternenklarer Himmel und es war kalt. Und ich laufe und ich spreche mit dem Universum. Und ja, ist auch manchmal gut, wenn einem niemand zuschaut. Also ich spreche mit dem Universum. Es ist mitten in der Nacht mit meinem Hund. Und bitte das Universum um Hilfe und sage, weißt du, so geht das nicht. Ich kann so nicht. Das tu was. Ich bitte um Hilfe. Und das ist nicht meine Stärke. Aber Universum, ich bin jetzt an dem Punkt, ich bitte um Hilfe. Bitte hilf uns. Und dann kam der Igel vorbei. Das fand ich total verblüffend. Also ich bitte und 2 Sekunden später kommt der Igel vorbei. Und das Witzige war, dass dieser Igel auch sehr, sehr regelmäßig vorbeigekommen ist in den nächsten Tagen. Und ich habe auch, nachdem es mir besser ging, nie wieder einen Igel gesehen. Dieser Igel, ich sage euch, ich glaube, der war geschickt vom Universum, um mir zu sagen, komm Mädel, reiß dich zusammen, es wird alles gut. Dafür steht jetzt dieser Igel für mich. Und ich möchte euch einladen, das einfach mal auszuprobieren. Wisst ihr, manchmal brauchen wir mehr, als wir selber zustande bringen. Um Hilfe bitten kann extrem hilfreich sein. Ob ihr andere Menschen um Hilfe bittet, ob ihr höhere Mächte um Hilfe bittet. Ich bin sehr fest überzeugt davon, wenn wir wirklich bitten, dann wird uns auch geholfen. Vielleicht nicht immer auf eine Art und Weise, die wir erwarten oder die wir uns wünschen. Aber Hilfe kommt, wenn Hilfe erbeten wird.
Dann, gerade wenn viel los ist, ja, wenn das Meer stürmisch ist, wenn die Wellen hoch sind, ihr Lieben, Prioritäten setzen. Wenn viel los ist im eigenen Leben, dann ist von vornherein völlig klar, dass wir nicht mehr alles schaffen. Und das ist völlig in Ordnung. Es geht, was geht und nicht mehr. Und da ist eben wichtig, Prioritäten zu setzen. Es ist eher doof, sich mit dem Finanzamt anzulegen, weil man vergisst, die Steuerrechnung zu bezahlen. Ja, das ist dringend unwichtig. Das sollten wir also unbedingt machen. Wohingegen, keine Ahnung, das Kind braucht am nächsten Tag Klopapierrollen in der Schule. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das unwichtig ist, aber in schwierigen Lebenssituationen, denke ich, hat auch die Lehrerin Verständnis dafür, dass das jetzt nicht geklappt hat und dass das Kind dann Klopapierrollen von den anderen bekommt. Ne? Also, dass wir Prioritäten setzen, gucken, was müssen wir auf jeden Fall und auch selbst machen, was können wir vielleicht delegieren, was können wir noch ein bisschen aufschieben und was ist wirklich auch vielleicht einfach unwichtig und gar nicht dringend und kann einfach restlos gestrichen werden. Und auch das ist so eine Erfahrung. Wenn man mal wirklich krass unter Druck steht und keine, wirklich keine Zeit für sowas hat. Und dann merkt ihr auch, wie viele Dinge unwichtig sind, wie viele Dinge es gar nicht wirklich braucht in eurem Leben, wo ihr einfach sagt, es kann weg. Jetzt merke ich gerade, es kann weg. Es hat einfach im Angesicht dieser Situation hat es überhaupt keine Priorität mehr. Es ist mir total scheißegal. Also, ihr Lieben, weg damit. Ein bisschen das Leben entrümpeln. Und dann hat man auch wieder mehr Kapazitäten frei für das, was wirklich wichtig ist und zählt. Gemeinsam statt einsam. Tatsächlich finde ich ganz, ganz spannend, wenn man ein bisschen aus sich herausgeht, wie viele Menschen da sind. Die Familie, die wirklich kommt, Freunde, die wirklich kommen, die alles stehen und liegen lassen, die einfach kommen. Andere, die sich einfach melden über WhatsApp, über Messenger, über Facebook, was auch immer. Wir hatten so einen großen Zuspruch von so vielen Menschen. So viele Menschen haben uns Glück geschickt, gute Energie geschickt, ja, haben einfach auch an uns gedacht. Und nochmal, Worte und Gedanken machen einen Unterschied. Gedanken und Wünsche sind Wesenheiten, die wir in die Welt entlassen. Für mich hat es einen Unterschied gemacht. Ich weiß noch, dass ich früher, wir haben relativ viele Bekannte und Freunde in den USA. Ach ja, und die schreiben immer so viel und die wünschen immer so viel. Und ich habe das früher ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum die ständig und dauernd und überall. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben verstanden, was das für einen Wert hat, wenn man einfach diesen Zuspruch spürt von so vielen Menschen gleichzeitig, was das mit einem macht. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wie so eine Energiewelle zu uns gekommen ist, voller herzlicher, positiver Energie, die uns unterstützen soll. Und das ist wirklich, wirklich viel wert, weil wir fühlen uns dann nicht einsam und verlassen, sondern wir merken, wir sind Teil einer Gruppe, von etwas Größerem. Und wirklich auch zu schauen, dass wir möglichst viel Berührung bekommen in solchen Zeiten. Wir haben es nie so nötig wieder, aber wir haben es grundsätzlich immer nötig. In Berührung, im Körperkontakt schüttet unser Körper unglaublich viele Botenstoffe aus, die den Stresspegel reduzieren, die unser Selbstvertrauen stärken, die zum Teil uns auch einfach glücklich machen, die Schmerz hemmend wirken, die den Stresshormonen entgegenwirken. Das heißt, nie brauchen wir es mehr wie in schwierigen Zeiten, dass andere Menschen uns berühren, in den Arm nehmen, einfach neben uns sitzen und uns dabei berühren, uns über den Arm streicheln, uns über den Kopf streicheln, was auch immer. Und ich möchte euch einladen, anderen Menschen auch zu gewähren, euch das zu geben. Weil sehr oft sind wir selbst in einer Haltung von, nein, ich schaffe das schon alleine, nein, wir kriegen das schon irgendwie hin, nein, wir brauchen keine Unterstützung und wir grenzen uns ab. Anstatt dass wir das, was da kommt, entgegennehmen, uns aufmachen für dieses gemeinsam statt einsam, Menschen
an uns ranlassen, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass sie uns auch berühren können, weil auch das in Krisenzeiten unglaublich hilfreich ist. Ja. Habt den Mut, euren eigenen Weg zu suchen. Ja, habt den Mut, euren eigenen Weg zu suchen. Weil es gibt nicht den Weg durch eine Krise, durch stürmische Zeiten, durch Schicksalsschläge, überhaupt durch das Leben. Es gibt nur meinen Weg. Und auf meinem Weg geht es am leichtesten. Also habt den Mut, ihr Lieben, euren Weg zu gehen. Der wartet auf euch. Und auf dem eigenen Weg ist es am leichtesten. So, jetzt kommen hier so ganz konkrete Entspannungsmaßnahmen, die wir grundsätzlich, ihr Lieben, für uns tun können, im Sinne von Self-Care, also Selbstpflege. Aber eben gerade in stressigen, schwierigen, anstrengenden Zeiten vergessen wir das oft. Immer da, wo wir es am meisten brauchen, ist die Gefahr am größten, dass wir das vergessen. Deswegen ist schon mal gut, wenn wir auch in ruhigen, entspannten Zeiten solche Dinge auf den Weg bringen und es schon zu festem Ritual geworden ist, sodass wir dann gerade in den schwierigen Zeiten auch darauf bauen können. Und ihr seht hier so eine ganze Auflistung von Dingen, die man wirklich auch mit wenig Aufwand machen kann. Eine Atemmeditation oder eine Entspannung. Das ist einfach. Man muss es sich einfach einplanen. Aromapflege. Eine Badewanne richten mit ein bisschen Kerzen und Musik. Ja, ein Fußbad. Oh, Fußbäder sind sowas Entspannendes und Tolles. Bewegung ist extrem hilfreich und empfehlenswert. Dann eines unserer Lieblingsmittel hier bei uns zu Hause ist Musik an. Und wir singen und wir tanzen. Und wir können nicht so gut singen, aber es ist uns völlig egal. Wir singen einfach und wir singen alle total falsch zusammen, aber es ist egal. Wir machen es einfach, weil wir es lieben und weil es uns gut tut und weil wir uns grundsätzlich danach viel, viel besser fühlen. Meine persönliche Empfehlung für euch, aber geht immer, ja. Und The Greatest Showman. Ein super, mega toller Film und die Musik ist auch der absolute Knaller. Also das geht immer. Dann auch Naturgeräusche oder Waldbaden, sehr schön. Kaffee trinken mit Freund oder Freundin oder auch mit der Familie. Hobbys nachgehen, ja. Da hat man einfach mal was, worauf man sich fokussieren kann und ist mit den Gedanken mal raus. Insgesamt auch kreativ sein. Sich vielleicht auch ausdrücken, übermalen zum Beispiel. Oder über Gestalten, Ton zum Beispiel, um meine Emotionen vielleicht auch ein bisschen nach außen zu tragen, nach außen zu bringen, ein Ventil zu schaffen, dass das abfließen darf. Gesund essen, da muss ich mich selber immer echt auch total an der Nase nehmen. Oh. Wenn es mir nicht gut geht, dann geht die Qualität meines Essens sowas von Berg runter. Meine Tochter sagt immer Käsetoast, Mama. Aber genau in der Zeit wäre es ja total wichtig. Übrigens kocht dann meine Tochter auch für mich, damit ich nicht nur Käsetoast esse. Ausreichend trinken, ausreichend schlafen. Ja, das sind Basics, aber die sind umso wichtiger in schwierigen Zeiten, weil wir ja auch viel mehr verbrauchen. Deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir auch ausreichend wieder reinbekommen. Hier ein paar Studien, ihr Lieben, zum Thema Naturgeräusche. Das ist sehr, sehr spannend. Weil Naturgeräusche eben in der Lage sind, erstens unseren Stresspegel deutlich zu senken. Auch Ängste, zum Beispiel Meeresrauschen beim Zahnarzt, reduziert deutlich Ängste bei Kindern, wenn man zum Zahnarzt geht. Und das ist so etwas Einfaches. Ich muss ja nur auf einen Knopf drücken und dann kommen da schon Naturgeräusche raus, die ich mir selber aussuchen kann. Und ohne, dass ich irgendetwas Zusätzliches mache, reduziert sich jetzt mein Stresspegel. Ja, also da kann mir einfach keiner sagen, dass ich, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Was? Also kannst du ja wohl auf ein Knöpfchen drücken und bei YouTube zum Beispiel dir ein paar Naturgeräusche anmachen. Das ist einfach, da kann man sogar aussuchen, was für ein Geräusch genau man haben möchte. Macht das. Es ist einfach. Es kostet euch kein Geld und es wirkt einfach so im Hintergrund. Das ist super. Gut, dann möchte ich euch noch ein bisschen auch was über ätherische Öle erzählen, die wir nutzen können.
Fast alles, was ich euch vorstelle, könnt ihr mit und ohne Öl machen. Aber meine Erfahrung ist, dass es mit Öl einfach intensiver wirkt, dass die Öle wie ein Katalysator sind, dass wir einfach den Effekt noch ein bisschen schneller und intensiver für uns spüren können. So. Und da habe ich euch so eine Auswahl an Ölen mitgebracht, die ich genutzt habe in dieser Zeit. Also es waren tatsächlich genau diese. Ich habe super viel gearbeitet mit Acceptance. Nomen ist Omen, ja. Akzeptieren, annehmen war da echt ein Thema. Damit habe ich mich immer geölt, von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß. Immer aus der Dusche raus, von Kopf bis Fuß, Acceptance aufgetragen. Auch ein absolutes Lieblingsöl war Frankincense, Weihrauch. Ein spirituelles Öl, das auch gut hilft bei Ängsten und uns einfach sehr in die Ruhe wiederbringt, entspannt. Wirklich ein tolles Öl, wenn es einem nicht so gut geht. Stress Away, auch ganz klar, Nomen est Omen, ein sehr beliebtes Öl, das wollen immer ganz viele bei mir in der Coaching-Praxis haben. Stress Away, ich lasse ihn immer Probe schnüffeln, welches Öl passt denn am besten. Und das Stress Away ist sehr, sehr beliebt, weil es uns eben auch entspannt und runterbringt. Lavendel, ganz klassisch, übrigens auch super zum Schlafen. Aber aufpassen, dass ihr den Lavendel nicht überdosiert. Ne? Zu viel Lavendel macht dann wieder wach und munter. Das wollen wir nicht. Also Lavendel gerne abends nochmal in den Diffuser oder auf die Fußsohlen auftragen, aber einfach mengenmäßig nicht übertreiben. Da hatte ich jetzt auch eine Mama, die das genutzt hat. Die hatte eine Trennungssituation und die Kinder waren sehr aus dem Häuschen. Das Schöne bei Lavendel ist, dass man das auch bei den ganz Kleinen anwenden kann. Und das hat ihnen also unglaublich gut geholfen, abends nochmal eine Fußmassage zu bekommen von der Mama oder dann vom Papa und ein bisschen Lavendel im Diffuser zu haben. Und das gibt dann auch so ein richtig schönes Abendritual. Und Abendrituale sind für Kinder also wirklich auch unglaublich wertvoll. Das Peace and Calming, auch Nomen ist Omen, Frieden und Ruhe heißt das auf Deutsch. Und mein absolutes Lieblingsöl, das Joy, das Öl der Freude, das aber auch sehr trostspendend ist. So, also das waren meine persönlichen Favoriten in unseren stürmischen Zeiten. Und der Quickie, der Quick, da fehlt das I, der Quickie wäre die Handinhalation. Bei der Handinhalation, ihr Lieben, nehme ich einfach einen Tropfen Öl auf die linke Hand, in dem Fall jetzt das Peace and Calming, aktiviere das dreimal im Uhrzeigersinn und dann einfach einatmen. Tief und entspannt wieder aus, durch die Nase ein und tief und entspannt wieder aus und ruhig auch ein bisschen Geräusche machen beim Atmen. Die Geräusche helfen beim Loslassen. So, und dann macht ihr das, solange wie euch das gut tut. Und das geht total schnell, weil das Ölchen, das habe ich dann einfach auch in meiner Handtasche mit dabei. Das steht bei uns überall im Haus. Es gibt keinen Ort, wo ich nicht ein Öl zur Hand habe. Und wenn ich es brauche, dann mache ich einfach so eine schnelle Handinhalation. Und dann kann es schon weitergehen. Also das ist die kürzeste und schnellste Intervention, die ich euch anbieten kann, ist die Handinhalation, um sich selber einen entspannten, ruhigen, ich komme jetzt mal ein bisschen runter, Moment zu gönnen. Dann mal ganz grundsätzlich das Thema Rituale. Rituale, ihr Lieben, geben Halt und Sicherheit und können Ängste reduzieren. Ich habe euch auch hier eine Studie mitgebracht, die hat man in Mauritius gemacht mit Frauen einer gläubigen Gemeinschaft und die Damen sollten öffentlich sprechen. Man sagt ja, das ist die größte Angst des Menschen, dass er öffentlich sprechen muss vor anderen Leuten. Und hat dann zwei Gruppen gemacht. Eine Gruppe sollte einfach krass so bupp, direkt auf die Bühne und sprechen. Und die andere Gruppe, die hat erst ein religiöses Ritual vollzogen. Ich nehme jetzt mal an, sie haben gebetet. Ja, ich weiß es nicht so genau. Das geht aus dem Text nicht hervor. Aber sie haben erst ein religiöses Ritual vollzogen und sind dann auf die Bühne. Und dann hat man geguckt, wie hoch war denn die Angst in beiden Gruppen und hat gesehen, dass es eine deutliche Reduzierung gab bei den Frauen, die zuerst dieses Ritual durchgeführt haben, weil ihnen das eben Halt und Sicherheit gegeben hat.
auch für diese stressige Situation vor anderen Menschen auf der Bühne zu sprechen. Das finde ich ist schon sehr beeindruckend, dass das so einen Unterschied macht, weil wir uns selber solche Rituale problemlos kreieren können. Wie könnten die aussehen? Eine Familienkonferenz mit Redestab. Ja? Wenn ihr zu zweit seid zu Hause, dann braucht ihr nicht extra einen Redestab. Ich nehme an, dann schafft ihr das auch gut, miteinander zu kommunizieren, ohne euch ständig ins Wort zu fallen. Aber je mehr Menschen dabei sind, desto chaotischer wird das Ganze, wenn jeder immer sprechen möchte. Und da ist eine Möglichkeit, ein Redesymbol. Es muss ja kein Stab sein, es kann auch ein Stein sein. Und wer den Stab oder den Stein hat, ist dran und spricht und wird nicht gestört. Sodass auch wirklich jedes Familienmitglied zu Worte kommt, aussprechen kann, seine Gedanken teilen darf, seine Ideen teilen darf, aber auch seine Befürchtungen oder seine Ängste teilen darf. Und dann kann man auch gemeinsam Lösungen finden für das, was gerade so lebendig ist in dieser Familie. Ein sehr schönes Ritual auch, einfach um es grundsätzlich in den normalen Alltag einzuführen, dass man vielleicht sagt, einmal die Woche machen wir eine Familienkonferenz, wo wir miteinander sprechen und uns austauschen. Was ist denn bei jedem hier los? Braucht vielleicht irgendjemand Unterstützung? Hat irgendjemand Schwierigkeiten? Wie können wir helfen? Wie können wir das verändern? So dass man auch immer dran bleibt am anderen. Dafür ist das eigentlich sehr, sehr schön. Dann das schon erwähnte Abendritual mit dem Diffuser und Fußmassage mit Lavendel. Ich hatte das erzählt, diese Geschichte mit den Kindern in der Trennungssituation der Eltern. Das könnt ihr auch selber machen. Ja, ihr könnt abends nochmal den Diffuser laufen lassen. Oder was auch geht, ist, dass man sich ein Kissenspray macht, einfach mit abgekochtem Wasser, ein bisschen Meersalz rein und Lavendel. Und dann sprüht man das abends noch auf das Bett drauf, sodass man da schon mal so ein bisschen diesen Lavendel wirken lassen kann, macht sich dann selber noch eine Fußmassage und geht dann entspannt ins Bett und schläft ganz wunderbar. Singen und Tanzen hatte ich schon erwähnt. Unsere Happiness-Playlist ist also ABBA oder die Musik, die Filmmusik von The Greatest Showman. Da Menschen, was den Musikgeschmack angeht, sehr unterschiedlich sind, möchte ich euch bitten, euch eine eigene Happiness-Playlist anzulegen. Weil eine Erfahrung ist, wenn es mir schlecht geht, wirklich, ich bin am Boden, ich bin down, ich bin müde, ich bin fertig, es geht mir schlecht. Und ich denke darüber nach, welche Musik würde mich denn jetzt aufmuntern? Da fällt mir gar nichts ein. Nochmal, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn es mir gerade total kacke ist und ich denke, es geht mir total kacke, dann fallen mir natürlich nicht Happy Songs ein, sondern vielleicht noch irgendwie sowas runterziehendes Liebesdrama-Songs oder so. Also legt euch eine Happiness-Playlist an, auf die ihr jederzeit zugreifen könnt, auch in schlechten Momenten. Bei uns, wie gesagt, ich sag's nochmal, aber und die Filmmusik von The Greatest Showman, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Da weiß ich von vornherein hier aber an und los singen und tanzen und dann geht es uns gleich allen viel besser. Die Ruheinsel. Das ist auch ein schönes Ritual. Das kann man grundsätzlich alleine machen. Man kann es zu zweit machen, aber es ist auch super schön mit Kindern. Man legt eine Decke auf den Boden. Das ist die Ruheinsel. Und dann legt man sich gemeinsam auf diese Decke drauf, sodass sich die Köpfe berühren. Und dann beschreiben wir erstmal so, was wir sehen um uns herum. Und dann beschreiben wir, was wir spüren in uns. Ja, wie fühlt sich mein Körper an? Was habe ich denn gerade so für Gefühle? Und dann auch unsere Gedanken. Dann teilen wir wieder auch unsere Gedanken. Und wenn es erwünscht ist, manchmal ist es ja gut, es einfach nur zu teilen miteinander, es mal auszusprechen. Und der andere hat es gehört. Manchmal wollen wir aber auch gerne wie eine Resonanzaussage bekommen, im Sinne von, ich sehe dich. Und manchmal wollen wir auch Hilfe bei der Lösung. Da ist auch ganz gut, wenn man das so etabliert, dass man vielleicht sagt, was man gerade braucht, was man möchte. Und diese Ruheinsel kann eben auch ein sehr, sehr schönes Ritual sein, was man gemeinsam durchführen kann, was man mit der Familie, mit Kindern eben total toll machen kann.
Und eine weitere Möglichkeit wäre, manche Menschen mögen es nicht so gerne, dieses offen. Ja, da ist so viel Raum um uns herum. Man könnte da auch eine Höhle bauen. Ja, dann habt ihr keine Ruheinsel, sondern vielleicht eine Ruhehöhle. Da würde ich auch einfach mit den Kindern gucken, was da für die Kinder am besten passt. Und das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Situation drauf an, ob man eher so im Offenen bleiben möchte oder ob man gerade dringend auch einen Rückzugsort braucht. Ein bisschen mehr Geborgenheit, ein bisschen mehr so Schutz in der Höhle um uns herum. Da könnt ihr auch gerne variieren. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Ritual, was man einfach vielleicht einmal die Woche machen kann, um da reinzukommen. Auch wieder, ihr Lieben, um dran zu bleiben an den anderen. Ne? Manchmal leben wir ja auch so nebeneinander her, wir wissen gar nicht, was ist eigentlich los bei den anderen. Dass wir das auch auf einer regelmäßigen Basis abchecken. Wie geht's denn allen hier? Sind alle in der Fülle? Geht es allen gut? Oder braucht vielleicht irgendjemand etwas? Wir sind ja auch so bereit, es zu geben. Wir wissen es nur manchmal gar nicht, dass es gebraucht wird. Und das gibt euch Möglichkeit, das auch immer wieder so ein bisschen zu erfühlen. Ist da alles in Ordnung oder braucht es etwas? Es werde Licht. Noch ein sehr schönes Ritual mit der Idee, wir zünden tatsächlich Lichter an, also entweder kleine Laternen oder Teelichter in Gläsern und überlegen uns dabei, wie wir Licht in die Welt bringen können. Und für jede Idee, die wir da haben, zünden wir ein Licht an. Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Das kann sein, ich sag morgen in der Bäckerei der netten Verkäuferin mal so richtig Danke dafür, dass die so einen tollen Job macht jeden Tag. Ja, das kann sowas sein. Oder es kann sein, ich male der Oma ein schönes Bild und bring ihr das. Oder das kann sein, okay, eigentlich mag ich dieses ganze Helfergedöns bei Schulveranstaltungen nicht, aber diesmal mache ich mit. Ich schreibe mich morgen auf die Liste und bin dieses Mal Helfer. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, ihr Lieben, Licht in die Welt zu tragen. Und auch das gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir das mal miteinander anschauen, wenn wir das miteinander besprechen, wenn wir diese Lichter anzünden. Und irgendwann sind wir ganz umgeben von diesen Lichtern, die wir in die Welt tragen wollen. Und das bringt Licht und Wärme in unser eigenes Leben. Und ich sage euch, meine Erfahrung ist, gerade wenn es einem selber scheiße geht, ist es manchmal auch gut, was für andere zu machen. Warum? Weil wir uns dann als selbstwirksam erleben. Ich habe mit meinem Handeln jetzt gerade dieser Person ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und das tut uns gut. Das tut uns so gut und es ist nicht so schwierig. Und ich bin auch ein absoluter Fan von Random Acts of Kindness, also zufälligen Freundlichkeitsbekundungen irgendjemandem. Euch fällt irgendetwas auf und ihr sagt es oder ihr spendiert da eine Wurst oder was auch immer. Wir nutzen einfach die Gelegenheiten, die sich uns bieten. So, nächstes Ritual, das Glücksglas. Ihr stellt euch ein großes Glas, nehmt ein großes Glas auf euren Tisch, da wo ihr oft seid. Ihr dürft das auch gerne verzieren, ne? Gerade mit Kindern ist das total toll, wenn die dieses Glas vielleicht bemalen oder verzieren mit irgendwelchen Aufklebern oder was auch immer sie mögen. Und dann setzt ihr euch jeden Abend hin und schreibt auf kleine Zettelchen, was euch an dem Tag glücklich gemacht hat. Glücksmomente. Was ist euch Gutes widerfahren an dem Tag? Schreibt es auf und tut es in das Glas hinein und beobachtet, wie sich Stück für Stück für Stück dieses Glücksglas mit Glück, das ihr wirklich real erlebt habt, füllt. Und das ist auch etwas, was so beseelend ist, wenn wir wirklich sehen können, wie sich dieses Glas füllt. Und uns dann auch damit bewusst machen, wie viel Glück und wie viel schöne Sachen in unserem Leben sind, auch in den schwierigen Zeiten, auch wenn es stürmisch ist, auch wenn es wehtut. Ist es trotzdem so, dass es immer auch glückliche Momente gibt, ruhige, entspannte Momente gibt. Schöne Momente, Momente, wo wir lachen. Und die kommen dann in dieses Glas rein. Und es tut wirklich gut, das dann auch zu sehen,
dass da ist nur diese, da ist nicht nur diese eine Seite da, ne? Da ist auch diese andere Seite noch da. Dann auch eine Möglichkeit mit ätherischen Ölen, ihr Lieben, wenn wir vielleicht nicht alle mitbeduften wollen. Das ist ja auch unterschiedlich, wer wie viel Duft auch in seiner Nähe haben möchte. Möchte ich gerne auf der einen Seite Inhalierstifte empfehlen. Dann ist das nämlich mein Inhalierstift mit meinem Öl und da schnüffel ich einfach dran und meine Umgebung wird nicht beduftet. Oder auch eine sehr schöne Möglichkeit, einen Ölroller herzustellen. Den habe ich dann dabei und dann kann ich einfach zwischendurch ein bisschen am Hals oder an den Schläfen oder an den Pulsen mein Öl auftragen, nochmal ein bisschen inhalieren und mich damit wieder aufpäppeln. Und wir können entspannende Öle nutzen und wir können aber auch aktivierende Öle nutzen. Wir können Öle nutzen, die zum Beispiel unsere Konzentration steigern. Da gibt es ja auch alle Varianten und dann gucken wir einfach, was brauche ich gerade. Naja, und mancher hat halt auch so 5 Roller in seiner Tasche. Ich gucke niemanden an. Also auch das gibt es natürlich. Und auf dem kleinen Bild rechts unten seht ihr, das sind die kleinen Roller, die habe ich meiner Nichte gemacht. Die hatte so mit Corona und dem Lockdown und in die Schule und ihre Mama war viel weg, weil die nochmal eine Weiterbildung gemacht hat. Und da hat die echt auch gerade mal so ein bisschen eine schwierige Zeit. Und dann habe ich ihr einen Roller gemacht, auch mit beruhigenden, entspannenden Ölen drin, die für Kinder auch geeignet sind. Und dann hat die den immer mitgenommen in die Schule und dann ging es auch viel besser. Also auch für Kinder ist das total toll. Und was ich an den Trostrollern so liebe, ist, die Kinder haben selber etwas in der Hand. Sie brauchen nicht jemand anderen, sondern sie können es selber machen. Sie haben diesen Roller, sie rollen sich das auf, sie atmen mal entspannt und es geht ihnen besser. Und das erleben sie sich selber auch als selbstwirksam. Und ich kann mich selber aus dieser Situation herausholen. Und das ist auch so eine kostbare Erfahrung, ihr Lieben. Deswegen, also ich bin großer Fan eines Trostrollers. Die 5-zu-5-Atmung, ihr Lieben, die sogenannte Kongruenzatmung, ist so ein grässliches Wort, deswegen nenne ich es 5-zu-5, das kann sich jeder merken. Und die Technik von dieser 5-zu-5-Atmung ist total einfach. Wir atmen 5 Sekunden ein und 5 Sekunden aus. 5 ein, 5 aus und wir machen dabei keine Atempausen. Und ich würde das jetzt gerne für einen Moment mit euch machen. Da ich wie immer keine Uhr habe, zähle ich einfach in meinem Kopf immer auf 5. Und wenn ihr aber gerade eine Uhr für euch habt, dann nehmt doch auch gerne die Uhr und macht es wirklich akkurat. 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. Auf geht's, ab jetzt. Okay, dann nochmal einmal tief durchatmen. Und vielleicht ein bisschen strecken und recken und recken. So, ich nehme an, ihr werdet mir zustimmen, das ist ziemlich einfach. Das kann tatsächlich, wenn man nicht gerade irgendwie Husten, Asthma oder sonst was hat, jeder problemlos machen. Man muss es einfach machen. Daran hängt es so oft. Es ist nicht schwierig, es ist nicht kompliziert, es braucht für viele Sachen nicht mal viel Zeit, aber wir müssen es aktiv irgendwie einplanen, damit wir es auch machen. Ob ihr euch da jetzt Erinnerungen auf eurem Handy macht oder Post-its an den Kühlschrank klebt oder euch ein Armband kauft, was euch daran erinnert, dass ihr die 5-zu-5-Atmung machen wollt, nehmt das, was für euch gut passt, aber macht es.
Und das Schöne bei Kongruenzatmung ist, dass wir auch ganz viel wissenschaftliche Untersuchungen dazu haben. Die 5-zu-5-Atmung wirkt sich nämlich positiv auf unsere, Achtung, Herzratenvariabilität aus. Noch so ein schmuckes Wort. Und das wiederum ist sehr wichtig. Erstens, wenn wir unsere Herzratenvariabilität verbessern, dann fahren unsere Stressnetzwerke im Gehirn runter. Und hier vorne unser präfrontaler Kortex, da wo wir so gut denken können, da wo wir so gut flippen können, da wo wir so gut denken können. Da wo wir flippen, fährt runter, da wo wir denken, ja, da fährt es wieder hoch. Dafür ist Kongruenzatmung super und ist auch übrigens super für euer Herz und kann sogar das Herzinfarktrisiko senken. Stellt euch mal vor, in dieser Gesellschaft würden es alle Leute machen. Das wäre mal was, ne? So, das nächste ist die Mittellinie klopfen. Das ist auch toll, das kommt ganz ursprünglich aus dem EFT. Ich habe das dann nochmal ein bisschen anders gelernt beim PEP. Und das ist jetzt quasi so wie ein ganz kleines Programm aus dem EFT oder aus dem PEP, wo wir nur die Mittellinie klopfen. Das heißt, wir klopfen mit 2 oder 3 Fingern zwischen unseren Augenbrauen. So ein sanftes Tappen. Und ihr spürt selber, es ist ja euer Körper, wie viel Druck es verträgt und auch welches Tempo es sein soll. Und wenn ich das jetzt ganz alleine machen würde, ohne Zuschauer, dann würde ich einfach so lange klopfen, bis ich merke, okay, jetzt fühlt sich dieser Punkt gut an. Dann ist der nächste Punkt oberhalb von der Oberlippe in der Mitte. Dann klopfen wir da. Wieder gucken, wie viel Druck verträgt es, wie viel Tempo verträgt es. Und dann unterhalb von der Unterlippe auch wieder in der Mittellinie klopfen. Und wenn ich noch kein Öl auf den Händen hätte, dann hätte ich natürlich auf jeden Fall auch Öl dazu genommen. Ich klopfe immer mit Ölchen. Aber ich habe jetzt noch so viel Peace and Calming da an der Hand. Das reicht auch noch zum Klopfen. Und dann klopfen wir auf den Brustbein. Und dann lassen wir die Arme sinken und atmen nochmal tief durch. Sehr schön. Also zwischen den Augenbrauen, oberhalb der Oberlippe, unterhalb der Unterlippe und Mittelbrustbein. Das sind die 4 Punkte, die wir klopfen, wenn wir die Mittellinie klopfen. Auch das wiederum hat man untersucht und hat gesehen, dass Delta-Wellen im Gehirn ausgelöst werden. Es gibt ja unterschiedliche Gehirnwellen. Manche sind eher aktivierend, manche haben wir, wenn wir uns entspannen, manche beim Lernen und so weiter. Delta-Wellen jedenfalls sind sehr entspannend und die können wir mit diesem Klopfen nah am Kopf und hier im Schulterbereich auslösen, wenn wir das über 2-3 Minuten insgesamt machen. Und das ist ganz spannend. Da hatte ich auch gerade eine Dame da, der habe ich Kongruenzatmung und Mittellinienklopfen gezeigt. Die hatte Probleme mit dem Schlafen und hat auch in der Schwangerschaft Diabetes und einfach ein bisschen Mühe mit den Werten gehabt. Und sie hat nur das gemacht, ganz konsequent. Mittellinie klopfen und Kongruenzatmung. Und das hat sie total entspannt. Sie kann seitdem viel besser schlafen und ihre Blutzuckerwerte sind auch besser geworden. Da kann man sich jetzt natürlich überlegen, ob das wirklich davon kommt. Aber ich denke, mehr Entspannung im Leben verbessert mal grundsätzlich alles im Körper. Insofern, ihr Lieben, ihr müsst es nur machen. So, dann Mini-Meditationen, Mini-Atem-Meditationen. Auch das kann man super gut in seinen Tag einbauen. Lasst uns das doch mal zusammen machen. Ihr macht es euch bequem, entweder im Sitzen oder auch gerne im Liegen, wenn ihr das lieber im Liegen machen möchtet. Ich lasse euch gerade ein Momentchen Zeit. Wenn ihr ein Ölchen da habt, dürft ihr natürlich auch erst noch eine Handinhalation machen oder euch die Füße ein bisschen salben. Oder da, wo der Körper jetzt gerade auch einfach ein Ölchen braucht.
Dann lehnt ihr euch zurück, macht es euch bequem, schließt eure Augen. Nehmt dann nochmal einen tiefen Atemzug. Entspannt dann die kleinen Muskeln um eure Augen herum bis zu dem Punkt, an dem sich eure Augen nicht mehr öffnen wollen. Natürlich können sich eure Augen zu jedem beliebigen Zeitpunkt öffnen, wenn ihr das aktiv möchtet. Aber solange ihr das nicht aktiv möchtet, bleiben die Augen jetzt fest verschlossen, verschließen sich sogar noch mehr und mehr mit jedem Atemzug. Und dann nehmt ihr die Entspannung von den Augenlidern und schickt sie vom Kopf bis ganz hinunter zu euren Zehenspitzen. Erlaubt all euren Muskeln, sich nach und nach immer mehr und mehr zu entspannen. Und geht dann einmal mit eurer Aufmerksamkeit durch euren ganzen Körper. Schaut, ob ihr irgendwo noch ein bisschen bequemer sein könnt, wohler, angenehmer, noch ein bisschen zurechtruckeln vielleicht. Und mit diesem noch ein bisschen wohler und bequemer geht ihr sogar noch tiefer in Entspannung. Lenkt dann eure Aufmerksamkeit zu eurer Atmung hin. Spürt den Weg, den die Einatemluft in euren Körper hineinnimmt. Die Einatemluft euch erfüllt. Atembewegung in eurem Körper. Großen Atembewegungen, aber auch die kleinen, sanften. Spürt dann auch, wie der Ausatem euren Körper wieder verlässt. Einatmen bringt mit dem Sauerstoff auch Kraft und Energie in euren Körper hinein. Der Ausatmen trägt alles mit sich davon, was ihr nicht mehr braucht. Altes, Verbrauchtes, Schweres. All das darf mit dem Ausatmen aus euch hinausfließen. Ihr dürft es jetzt loslassen. Mit dem Einatmen öffnet ihr euch, empfangt Sauerstoff, Kraft, Energie, aber auch all das Gute um euch herum. Und mit dem Ausatmen lasst ihr los. All das darf gehen, was ihr nicht mehr braucht, was euch nicht gut tut. Und so kann jeder einzelne Atemzug eine kleine Erneuerung sein.
Ihr spürt da ganz bewusst hin. Aufnehmen, offen sein beim Einatmen. Loslassen beim Ausatmen. Euer Körper atmet zuverlässig ganz alleine weiter, während ihr euch in Gedanken auf eine kleine Reise begibt, an einen Ort, der für euch mit Wohlfühlen verbunden ist. Es kann ein Ort sein, an dem ihr tatsächlich schon mal wart, es kann ein Ort sein, den ihr aus eurer Fantasie kreiert. Ein Ort, an dem ihr euch rundum wohlfühlt. Und wenn ihr diesen Ort gefunden habt, nehmt ihr ihn mit all euren Sinnen wahr. Sehen, hören, spüren, riechen und schmecken. Ihr kostet diesen Wohlfühlort voll und ganz aus. Vielleicht möchtet ihr euch sogar ein Schutzwesen einladen an diesem Ort, das über euch wacht, euch den Rücken stärkt, an eurer Seite ist. Genießt einfach einen Moment, in Kontakt zu sein mit diesem wunderbaren Ort, in dem ihr euch einfach wohlfühlt. Macht euch dann bereit, einen Moment, wenn ihr selbst soweit seid, nochmal einen tiefen, genüsslichen, kraftvollen Atemzug zu nehmen, mich dann ein bisschen zu bewegen, zu strecken, zu recken und zu recken, ihr Lieben, und dann wieder zu mir zurückzukommen. So. Auch da, man kann das selber machen, in diese Fantasiereisen hineingehen, diese Mini-Meditationen machen. Es gibt auch ganz viele angeleitete. Ich mache gleich mal auch ein bisschen Werbung für meinen YouTube-Channel. Da gibt es ganz viele Anleitungen für Atemmeditationen, für Fantasiereisen. Da wird es euch so schnell auch nicht langweilig. Da gibt es übrigens auch noch mehr Vorträge, die ihr euch anschauen könnt. Also alle herzlich eingeladen, da vorbeizuschauen und das mitzunehmen, was für euch passt. So, dann ganz grundsätzlich im Leben, aber eben auch in den schwierigen Situationen ist es so, dass die Themen Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstvertrauen und Selbstwert Grundlagen sind dafür, dass wir gut für uns selbst sorgen können. Wenn ich mich selber nicht besonders mag, ja, wenn ich mich vielleicht sogar doof finde, ja, wenn ich finde, ich bin kein wertvoller Mensch, dann wird es mir sehr schwer fallen, ganz grundsätzlich, mich gut um mich selbst zu kümmern, aber umso mehr natürlich, wenn der Pegel eh schon hoch steht, wenn sowieso Land unter ist. Ja? Insofern, also auch diese Themen können immer darunter liegen.
Und wenn ihr für euch spürt, ja, da habe ich so ein Thema, da merke ich, da könnte ich schon ein bisschen mehr davon vertragen, dann, tada, gibt es dieses wundervolle Herzspurprogramm von mir, das ich selber mega toll finde und auf das ich mich mega freue. Das startet am 2. November und für alle, die heute Abend auch da sind, gibt es einen Treue-Bonus, den ihr einsetzen könnt. Dann bekommt es auch noch ein bisschen günstiger. Ja, also ich freue mich über jede von euch, die mit dabei ist. Das ist ein Programm für Frauen, für die Herren, die da sind. Tut es mir leid, da habe ich gerade nichts anzubieten, aber das kommt vielleicht noch. Das ist tatsächlich ein Programm für Mädels. So, jetzt sind wir am Ende angekommen, ihr Lieben, und ich wünsche euch von ganzem Herzen, um nochmal so in diesem Kapitänsbild zu bleiben, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ahoi! Und hoffe, dass es euch immer gut geht damit.